haben wir jetzt alles gemacht am Traktor? Angefangen haben wir mit dem Motorölwechsel. Dann haben wir uns das Getriebeöl und das Hydrauliköl angeschaut. Das sind die drei Ölkreisläufe im Schlepper. Dann haben wir uns noch den Luftfilter angesehen, den Keilriemen und den Schlepper abgeschmiert. Ja, Luftfilter und Keilriemen haben wir uns nicht angesehen, da war die Kamera nicht dabei. Du hast kurz drauf geschaut, war alles okay? Ja. Dann war ich noch kurz beim TÜV, der hat mich aber wieder nach Hause geschickt, weil er keine Zeit hatte, obwohl er da war. Da fahre ich nächste Woche hin. Genau. Und mich würde es mal interessieren, wie kommst du denn auf dein ganzes Wissen zum Traktor? Wo hast du dir das angeeignet? Also, wie ich ja schon mal zu Anfang gesagt habe, ich bin kein gelernter Landmaschinenmechaniker. Mich hat das Thema Traktor immer interessiert. Ich bin auf dem Land groß geworden. Und selber hatten wir auch immer einen alten Traktor. Den konnte ich dann reparieren. Da konnte ich mein Wissen dran vertiefen. Und so hat sich das mit der Zeit aufgebaut. Dann habe ich auch irgendwann das Hobby Traktor ausgebaut. Ich fahre teilweise zu Ausstellungen mit meinen Traktoren. Und, was hast du für Traktoren? Einen Hanomag, einen Lanz Bulldog und einen McCormick. Ein Bulldog habe ich auch. Ja, einen Bulldog hast du auch. Ganz viele, ja. Nochmal zur Erklärung. Also bei uns in Oberbayern, da sagen ganz viele, beziehungsweise bei uns in der Gegend hier, da sagen ganz viele als Oberbegriff zu allen Traktoren Bulldog. Ist nun mal so, bitte seht es mir nach, wenn ich das mache. Es ist halt ein Traktor, meiner ist ein Güldner. Bulldog ist Lanz, ganz klar. Und jeder, der einen Lanz, echt einen Bulldog hat, der regt sich immer auf, macht aber nichts. Bei uns ist das halt so. Ja. Genau. Der dritte, also mit Comic und Lanz Hanomag. Und das dritte war? Hanomag. Ein Hanomag, genau. Okay. Baujahre? Lanz Bulldog 1943, der Hanomag 1957 und der McCormick, der jüngste 1965. Die werden auch noch zum Arbeiten eingesetzt. Mhm. Also hin und wieder müssen die noch mal was tun. Aber ich habe auch keine Landwirtschaft mehr, daher auch ein bisschen hobbymäßig. Schon, ja. Wie oft sind sie im Einsatz ungefähr? Ja, am meisten der McCormick zum Wiese abmähen, irgendwie Transportarbeiten. Der hat auch einen Frontlader. Ganz wichtig für mich, dass ich schon mal Erdbewegungen machen kann, kleinere. Ja. Und was hast du für Anbaugeräte? Einmal im Monat, denke ich. Dass einmal im Monat? Ja, einmal im Monat, das im Einsatz ist. Anbaugeräte, einen Wiesenmulcher, einen Kipper, Kippanhänger und einen Grubber. Klasse. Ist, damit komme ich so aus. Hast du einen Wald auch? Nein, Wald habe ich nicht. Wald. Brauchst kein also keine, keine Seilwinde? Nein, Seilwinde habe ich nicht. Brauchst du nicht. Wäre aber auch nochmal interessant, sowas zu haben. Ja, aber ohne Wald. Also die brauchst du zu 99% im Wald. Und wenn du mal irgendwas ziehen willst, dann kannst du dir so ein Ding auch leihen. Ne? Ja. Oder kannst du es ans Zugmaul hinten eine Kette machen und irgendwas ziehen. Geht ja auch dann zur Not. Ja, ja, aber ich habe eher Wiesen. Daher muss ich die zurzeit pflegen. Mhm. Und dann brauche ich schon mal den Wiesenmulcher, dass ich halt alles sauber halten kann. Ja. Ja. Genau. Warum mulchen? Mulchen ist so ein bisschen in Verruf gekommen, die Wiese zu mulchen. Du schlägst halt alles tot, was oben lebt. Ne? Genau. Ich denke mir mal, man muss auch eine gewisse Zeit der Wiese geben, sie wieder aufwachsen zu lassen. Aber ich habe keine Verwendung für den Grasschnitt, daher mulche ich mit der Zeit. Das ist halt auch teilweise Bequemlichkeit geschuldet. Ich könnte sie auch zur Heumachung gewinnen, aber dazu habe ich halt leider keine Tiere, die das Heu benötigen. Das nicht. Ja. Aber du hast doch bestimmt auch, wie bei mir am Güldner, eine Anbaumöglichkeit für ein Scheibenmähwerk? Nicht für ein Scheibenmähwerk, sondern für eine Messerbalken. Ja, für ein Messerbalken. Ja. Das wäre vielleicht auch. Dann wenn du damit durch deine Wiese fährst, das ist total schonend, tierschonend. Und damit schlägst du am wenigsten tot. Und damit, du musst halt Heu machen. Ne? Da musst du halt schauen, wenn du es Heu machst, Abnehmer wirst du schon finden. Und wenn es irgendein Bauer ist, der sagt, okay, das schmeiße ich meinen Kühen mit hin. Ja, wäre vielleicht irgendwo auch noch eine Verbesserung. Ja. So ein Mulchding ist schon sehr verlockend, ne? So ein Mulcher. Genau. Ne? Das ist natürlich schon genial. Der haut ja alles zusammen, macht das eine wunderschöne Oberfläche draus. Manchmal habe ich aber auch noch mal Spaß, mit der alten Handsense drüber zu gehen, wenn ich natürlich die Zeit dazu habe. Handsense ist klasse. Wie viel Quadratmeter hast du denn da zu bearbeiten? Ah, das sind so ungefähr 2000 Quadratmeter, also nicht sehr viel. Mhm. Na ja, für eine Sense ist schon... Für eine Sense auf jeden Fall, Du musst ja auch noch dazu dir überlegen, es ist ja nicht nur das Schneiden, du musst nachher auch zusammenrechen, du musst wieder auseinander machen zum Heu machen, alles von Hand dann. Ne? Ja, entweder von Hand oder wenn man eine Maschine dazu anschafft, wird es auch wieder teuer. Ja. Vielleicht auch dann einen Landwirt fragen, ob der das machen könnte. Mhm. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ja, das könnte man sich überlegen,
Wäre auf jeden Fall ökologischer. Ja. Ein Grubber hast du noch hast gesagt? Genau, ein Grubber. Was machst du mit einem Grubber? Ein Grubber, der ist halt häufig dazu da, irgendwas aufzureißen. Dann kann man da vielleicht einen Garten anlegen oder Wiese neu einzusehen. Ja, schon. Nur was machst du mit dem Grubber, meinte ich? Du hast eine Wiese und machst du dir da ein Beet dahin oder einen Acker, eine Ackerfläche? Nein, wie zum Beispiel letztens, ich brauche den nicht regelmäßig. Ich habe den aber für solche Arbeiten nötig. Wenn ich zum Beispiel Erdbewegungen mache, dann reiße ich es vorher auf. Dann kann ich es besser aufnehmen mit der Schaufel. Ah, ja. Oder letztens haben wir ein Gewächshaus gebaut. Dann haben wir eine neue Fläche dort angelegt und es ist einfacher. Dann so eine Fläche dann mit dem Grubber nochmal aufzureißen vorher. Mhm, mh. Hast du einen Industriefrontlader dran, beziehungsweise zumindest einen, den man hydraulisch verstellen kann? Nein, leider nicht. Das kann man zwar nachrüsten, aber ich habe es bei mir noch nicht gemacht. Ist eine sinnvolle Investition, klar, wenn man viel mit dem Frontlader arbeitet. Mir reicht allerdings die Ausklinkung. Also hast genau das gleiche System wie ich. Du ziehst an einem Hebel, durchs Gewicht fällt er runter und er schwingt leer wieder hoch und klingt sich wieder ein. Genau. Als ich beim TÜV war heute, war ein Kollege da mit einem Fan-Traktor, der hatte auch ein interessantes Ding, der hatte auch dieses normale System zum Ausklinken, hat sich aber so ein Hydraulikbolzen hingemacht. Hydraulische Gerätebetätigung nennt sich das. Aha, und kann damit das Ding von alleine kippen und senken, ne, wie er mag. Ist halt ganz schön, wenn man Erdbewegungen macht, dann kann man halt vorne die Schaufel steil stellen und damit halt planieren auch zum Beispiel. Oder mit einer Palettengabel, dann kann man die auch in der Höhe anpassen, der Neigung. Ja. Der große Nachteil bei unserem System, das heißt, ich stelle die Schaufel zum Beispiel unten gerade oder eine Gabel, ne, fahr damit unter eine Palette rein. Ja. Sobald ich hochgehe, bleibt es ja steif und dann würde das Zeug, das auf der Palette steht, eben runterrutschen. Genau dafür, ne? Und ein Industriefrontlader, der ist ja so unten flach und egal, welche Höhe ich mache, er geht immer. Dann brauchst du aber eine Parallel. Die Parallelführung. Wir haben ja die Industriefrontlader. Nicht immer. Ach. Also die Industriefrontlader, die neuen Schlepper haben das, ja. Allerdings diese Nachrüstsätze haben das nicht automatisch. Die Nachrüstsätze nicht, nein, das stimmt. Aber alles Moderne, sag ich mal. Ja. Ich hatte mal einen Fendt, so ein Multifunktionsgerät, das hinten noch mit einem Bagger dran hatte. Und der hatte auch. Mit Parallelführung. Ja. Schon saumäßig praktisch, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ist lange her. Das ist zu Zeiten gewesen, als ich hier das Gebäude mal gekauft hatte. Da habe ich mir das Ding auch gekauft. Ein uraltes Teil war das. Habe ich auch wieder verkauft. Zu fast dem gleichen Preis. Etwas weniger. War aber ein Glück. Und mit dem habe ich hier viele Erdbewegungen gemacht. Mit dem Bagger, mit der Baggerschaufel hinten dran. Hat natürlich einige Nachteile, das Ding. Im Vergleich zu einem normalen Mini-Bagger, mit dem ich ja quasi 360 Grad mich drehen kann oder 180 zumindest. Das kann ich mit dem nicht. Ne? Wenn ich so arbeite, dann kann ich hier nur 90 Grad hier rüber und in die andere Richtung. Aber ich kann nicht sagen, okay, hier bagger ich und hinter mir ist der Anhänger, wo der Dreck reinkommt. Genau. Das geht eben nicht. Also da hat das schon ein bisschen einen Nachteil gegenüber einem normalen Mini-Bagger. Ja, aber man kann sich auf jeden Fall schon mal bei schweren Erdbewegungen viel Arbeit erleichtern. Absolut. Ja. Wenn du einen Graben ziehen genau. Perfekt damit. Auf jeden Fall. Aber mittlerweile sind die kleinen Mini-Bagger auch relativ teuer geworden. Mhm. Daher, so ein Multifunktionsgerät kann schon mal was günstiger sein, wenn man ein altes noch findet. Mhm. Gibt es bei uns aber kaum in Deutschland, habe ich gesehen. Die gibt es ganz selten, während in USA oder auch schon im angrenzenden Ausland, in Frankreich und so, sieht man die öfters, komischerweise. Ja. Genau. Bei uns sieht man die nicht, kaum. Ich weiß auch nicht, wo das dran liegt. Ja. Was mir auch mal aufgefallen ist, wenn man auf der Autobahn fährt und da sieht man die großen Baustellen und dann siehst du ja immer die LKWs und was sie da alles haben an großen Maschinen, an Bagger und so weiter. Häufig auch Traktoren. Ja. Dicke, fette Traktoren. Die größten Fenster stehen dann da mit. Ja. Die nutzen die tatsächlich als Arbeitsmaschine beim Bau. Ja, das ist mittlerweile auch mehr entkommen geworden, dadurch, dass man Asphaltfräsen hinten dran bauen kann und dann den Asphalt damit aufziehen kann. Sie sind halt multifunktional einsetzbar. Das ist halt der Vorteil von einem Schlepper. Ja. Ich habe viele Anbauräume, ich kann Maschinen antreiben, ich kann Erdbewegungen damit machen. Ja. Das haben mittlerweile auch die Bauunternehmer für sich entdeckt. Absolut, das finde ich ganz lustig. Häufig kommt auch die Frage, wo ist denn mein alter Fendt? Wo ist mein Fendt? Den Fendt habe ich schon vor Jahren verkauft. Also wer mich regelmäßig schaut, der weiß das, der hat es mitgekriegt. Aber warum habe ich den Fendt verkauft und nicht den Güldner? Der Fendt war einfach größer. Das war ein Fendt Pharma 2S, wie Siegfried. Der ist einfach größer gewesen als der Güldner. Und der Güldner ist kleiner, wendiger, für mich viel praktischer, wenn ich den hier mal im Garten einsetze oder im Wald.
da ist klein und wendig auf jeden Fall ein Vorteil. Auf jeden Fall. Fand den gut, deswegen habe ich mich schweren Herzens halt von dem Fendt getrennt. Ja, ja, wofür auch zwei Schlepper. Ja, warum zwei Schlepper? Das war auch nur ein Notkauf. Eine Bekannte hat einen Bauernhof ihrer Eltern aufgelöst und die den Bauernhof gekauft haben gesagt, ja, den Schlepper wollen sie nicht. Sie würden ihn halt so mitnehmen, einfach stehen lassen. Dann habe ich gesagt, nö, ich gebe dir noch was dafür und habe den recht günstig gekriegt und habe ihn nochmal ein kleines bisschen teurer verkauft. Also auch da, ich habe ihn vielleicht ein Jahr oder so benutzt. Von dem her war es kein Minusgeschäft, immerhin. War alles okay. Schön. Und habe mal einen Fendt kennengelernt. Geiles Ding, ja? Ja. Das ist schon gut. Ist auf jeden Fall Qualität. Ja. Güldner aber auch. Absolut, ja. Ja. Also jeder, der einen Güldner kennt, sagt, Güldner, super, toller Traktor. Meine Nachbarn hier, viele, die Älteren, die damals noch Landwirt waren, beneiden mich um den Güldner, sagen alle, Spitzentraktor. Ja. Ja, ich war über ein paar Zusatzfunktionen doch recht überrascht für ein Baujahr in den 60er Jahren. Zum Beispiel? Die zweifach verstellbare Zapfwellendrehzahl, die Doppelkupplung und auch die Endgeschwindigkeit von 30 km/h in den Baujahren auf jeden Fall nicht üblich. Also muss ich sagen, ist spitze. Bin ja vorhin zum TÜV gefahren. Das sind wie viele Kilometer? 4 Kilometer etwa. 4 Kilometer, ja. Also es ist relativ flott. Ne? Ja. Während die anderen alten Kisten... Du hattest ja eine, die ist nur, wie viel, 18 Stundenkilometer? 18 Stundenkilometer lief einer von mir. Da kannst du schon, es ist schon mal ein Mordsunterschied. Ne? Wenn du Pech hast, überholt dich der Dackel mit dem Opa hinten dran. Ja, ne? Genau. Und sagt Hallo. Ja, das ist schon nicht schön. Du hast dir einen Schnellbausatz gekauft dafür? Einen Umbausatz fürs Getriebe. Ich habe das Getriebe umgebaut mit Freunden zusammen und jetzt komme ich auf eine Spitzengeschwindigkeit von ungefähr 30 km/h. Aha. Und da ist man doch schon schnell vom Fleck. Das muss dann natürlich. Komme ich nachher. Muss man natürlich TÜV eintragen lassen, aber soweit kein Problem. Und wie aufwendig war das Umrüsten? Doch, das war schon recht aufwendig. Also das Getriebe muss dafür zerlegt werden. Aha. In dem Zuge haben wir es auch neu gelagert. Und ist schon einige Zeit drin eingeflossen. Aber wenn man natürlich so einen Schlepper mit fertig umgerüsteten oder schon von Werks aus so eingebauten Getriebeschnellgang kaufen kann, dann ist das auf jeden Fall der bessere Weg. Okay. Ja. Ich sehe hier manchmal Nachbarn rumfahren, die fahren mit gefühlten 50 durchs Dorf. Mit so einem alten Ding, ne, die Mords Power drauf, also Geschwindigkeit drauf haben. Ja. Ne? Die haben auch irgendeinen Umrüstsatz natürlich drin. Ja, wahrscheinlich. Aber dürfen die denn so schnell fahren? Also es gibt nur die Vorgabe, ab 32 km/h muss eine Vierradbremse vorhanden sein. Ah. Und das muss man halt dann beachten und ansonsten den TÜV zu solchen Sachen fragen. Der gibt einem auch gerne Auskunft, wenn man umrüsten möchte. Aha. Es gibt mittlerweile Firmen, die haben sich halt auf diese Umrüstsätze spezialisiert. Da kann man sich dann auch erkundigen. Okay. Im Internet kann man die finden. Aha. Für die alten Traktoren? Für alte Schlepper, ja. Klasse. Für mehrere Firmen. Ja. Ist es denn auch sinnvoll? Klar komme ich schneller vom Fleck, aber die Dinger sind ja damals nicht gebaut worden für hohe Geschwindigkeiten, sondern für langsam und für Kraft. Die sollen ja einen Pflug ziehen. Ja, genau. Mittlerweile werden die aber sehr häufig nur noch zu Transport- oder Spazierfahrten eingesetzt. Mhm. Und da ist es dann wiederum interessant, wenn man schneller vom Fleck kommt. Man muss sich darüber auch im Klaren sein, dass man dann keine 10 Tonnen mehr hinten dran hängen kann. Das ist dann vorbei, gerade im Berg. Oder man muss halt sehr gut schalten können bei den unsynchronisierten Getrieben, wie die alten Schlepper meist noch haben, ist das dann halt auch eine Frage des Könnens. Ja. Das heißt, da habe ich immer meine großen Schwierigkeiten, wenn ich hier jetzt irgendwann einen Hänger drauf habe und habe Holz drauf und fahre jetzt bei mir den Berg rauf. Ich versuche möglichst viel Schwung, aber natürlich schafft das nicht, dann muss ich zurückschalten. Ich habe ja auch ein unsynchronisiertes Getriebe, ne? Deswegen brauche ich Zwischengas zurückschalten. Dann musstest du Zwischengas geben. Mhm. Du musst kuppeln, dann auskuppeln im Leerlauf, Zwischengas geben, wieder einkuppeln, den unteren Gang einlegen und dann wieder kommen lassen. Ja. Und bis ich das gemacht habe, steht der Traktor quasi. Das muss schnell gehen. Auf jeden Fall. Wenn man da zu langsam ist, dann steht man. Ist Übungssache. Ist Übungssache, ja. Früher die Landwirte, die den ganzen Tag auf den Schleppern saßen, die konnten das irgendwann. Aber wenn wir halt einmal im Monat den Schlepper ansetzen und dann benötigen und dann mal runterschalten müssen, dann ist es halt auch leicht wieder weg. Das können. Ne? Eben, naja. Ich behelfe mich so, indem ich halt
an den Berg mittlerweile halt langsam ranfahre und da schon runterschalte und dann halt langsam rauffahre, anstatt mit Schwung hoch in der Mitte irgendwo runterschalten, was ich einfach noch nicht schaffe. Sehr peinlich. Das würde ich auch so empfehlen. Was ich auch nicht kann, ist, ich habe ja einen Gummiwagen, Zweiachser, rückwärts fahren. Kannst du das? Ja, das ist aber auch so, wenn man es länger nicht gemacht hat, braucht man erstmal wieder ein paar Anläufe. Leichteste ist immer, wenn man einen Gummiwagen oder einen Zweiachswagen generell auf die Schnauze nimmt, dann kann man damit ein bisschen besser angehen. Habe ich also auch probiert. Geht's mir so. Also vorne ankuppeln. Ja. Es ging etwas besser, aber auch da, es ist die Hölle. Ja, also weil ich kann die Deichsel immer wegdrehen. Unglaublich. Ne? Also ich kann sehr gut mit dem Pkw, Einachsanhänger, ist für mich Pillepalle rückwärts fahren, aber mit zwei Achsen, da musst du so um die Ecke denken, ne? Weil der ja, und er reagiert sehr schnell, du musst ganz vorsichtig. Ja, also am besten langsame Geschwindigkeit und dann halt einfach mal ein bisschen üben auf einer Fläche. Und dann irgendwann hat man es auch. Wäre ich jetzt Landwirt, würde es häufiger verwenden, dann kein Problem, aber wenn man es so selten macht, dann hast du das nie drin. Also ich kuppel ab in der Regel und schaue, dass ich von Hand dann irgendwo rückwärts reinfahre. Ja, wenn der Anhänger nicht voll beladen ist, dann geht das auch. Hier trinke ich außerdem meinen Wasserkefir. Sebastian wollte keinen. Wasserkefir habe ich schon mal vorgestellt im Video, verlinke ich euch da oben in der Ecke. Und was ich auch noch sagen wollte, mir hat hier ein sehr netter Zuschauer ein T-Shirt zugeschickt und Rigotti-Logo draufgestickt. Anscheinend hat er auch eine Firma, die das macht. Blende ich euch mal unten ein. Und er hat mir hier gleich noch so ein Sweatshirt, noch ein T-Shirt und noch ein Pulli in Rot gestickt. Alles in XL-Größe. Ich bedanke mich ganz herzlich, muss aber sagen, ich ziehe sowas mit solchen Logos in der Regel nicht an. Ihr seht mich in der Regel immer logolos. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, da habe ich es eher als Versehen an oder Dinge, die ich irgendwann mal geschenkt bekommen habe, die ich halt noch auftrage. Deshalb möchte ich die gerne verschenken. Ich hoffe, das ist okay für denjenigen, der mir die geschenkt hat. Wer so ein Ding gerne hätte, in XL mit dem Rigotti-Logo drauf, der schreibt mir bitte unters Video. Und als kleine Bedingung, er muss einfach alle Rigotti-Videos gesehen haben. Und dann lose ich aus dem Topf 1, 2, 3, 4 Leute aus. Die kriegen jeweils ein T-Shirt dazu oder halt einen Pulli. Schreibt es mir unter das Video. An dich sage ich ganz herzlichen Dank nochmal fürs Kommen. Ja, gerne. Super. Du bist nicht extra hergefahren. Nein. Du warst aus dem Weg vom Urlaub bis jetzt auf dem Weg nach Hause. Ja. Ins Rheinland. Genau. Und hast hier halt Stopp gemacht. Ja, genau. Trotzdem ganz herzlichen Dank, du hast den Ölfilter mitgebracht und dein ganzes Wissen und Know-how hat mir nicht nur Spaß gemacht, sondern es war auch allerhöchste Zeit, glaube ich, dass ich mal den Ölwechsel gemacht habe. Also der hat ein bisschen Pflege notwendig. Ja, es freut mich natürlich, dass ich dir helfen konnte und ich hoffe, das hat alles gut geklappt. Spitze. Ich denke auch. Und viel Spaß noch mit deinem Gutschein. Sebastian, ganz herzlichen Dank. Gerne. Wenn es euch gefallen hat und ihr Fragen habt, gerne unter das Video. Vielleicht kannst du, wenn spezielle Fragen da sind, auch noch was beantworten. Fachsachen, die ich nicht beantworten kann. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen rauf. Sebastian und ich sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Ahoi, euer Selbstversorger Rigotti. Ja. Sehr schön. Super. Schon geschafft. Super. Ach ja. Ja. Güldner-Video ist fertig.